Radio für Viertel. Mit Radio Niederösterreich unterwegs. Mit Tanja Kasemeier. Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich Ihnen. Radio Niederösterreich ist wieder unterwegs. Radio für Viertel heute live aus St. Pölten aus dem Traisenpark. Und hier im Haus steht dieses Wochenende alles unter dem Motto Super Wochenende. Das geht vom Oktoberfest über die Fashion-Shows bis hin zum Line-Dance. Und auch für die Fußballfans ist was dabei. Autogrammstunde zum Beispiel mit den SKN-Spielern von St. Pölten. Was Sie im Traisenpark dieses Wochenende noch alles erleben können, und das ist wirklich viel, was die Betriebe da bieten, darüber geht es bei mir in dieser Stunde. Also zum einen, da reden wir über gesunde Ernährung und Abnehmen, gleichzeitig aber über das Tortenverzieren, also das gehört irgendwie zusammen. Es geht über Honig genauso wie über Gebäck. Und musikalisch, bei uns bei Radio für Viertel, die in dieser Stunde zum einen Melanie Payer, zum anderen Kurt Elsasser. Und da heißt es jetzt gleich einmal Ladies First. Melanie Payer eröffnet unser Radio für Viertel und zwar jetzt mit Was sich liebt, das neckt sich. Vom ersten Moment, als ich dir begegnete, war mir bald klar, kurz nachdem wir redeten, dass es mit uns zwei nicht einfach wird. Du sagtest mir die kalte Schulter und ich lächelte nur und gab dir Kontra, so ging's den ganzen Abend hin und her. Was ich lieb, das neckt sich, hab ich mir gedacht. Ich zeig dir es recht nicht, nein, echt nicht, dass ich dich mag. Wir sind wie Eis und Feuer, ein Widerspruch in sich. Doch wer weiß, vielleicht bist du mein Gegenstück. Manches an dir hat mich total genervt, war knapp davor, dass ich das Handtuch werf. Zwischen uns war dieser Funkenflug. Etwas an dir zog mich magisch an, da dachte ich mir, was ist das für ein Mann, der es schafft, mich so zu irritieren. Was ich lieb, das neckt sich, hab ich mir gedacht. Ich zeig dir es recht nicht, nein, echt nicht, dass ich dich mag. In St. Pölten ist es ein Shoppingcenter mit über 90 Einkaufs- bzw. Gastronomiebetrieben. Und dazu gibt es auch regelmäßige Aussteller, wie zum Beispiel beim Bauernmarkt. Einer, der so seit ziemlich Anfang an, 1992, dabei ist, das ist Martin Fabschitz. Ich hab's jetzt richtig rausgebracht. Sie sind Imker und absoluter Fachmann rund um die Biene. Jetzt haben wir Mitte Oktober. Schlaft die Biene schon? Ist die schon im Winterschlaf? Naja, man kann das wirklich so sagen. Das Bienenjahr beginnt im Gegensatz zu unserem Kalenderjahr eigentlich immer erst im Spätsommer, im August, September. Da werden die Winterbienen gebildet. Und
eigentlich sollten jetzt die Bienen schon Ruhe haben, sollten genügend aufgefüttert haben sein und sie sind eigentlich schon im Ruhemodus. Wenn wir jetzt von Bienen sprechen, dann denken natürlich auch viele an den Honig, vielleicht auch ans resche Frühstückssemmel, wo man draufgeben, vielleicht den Tee rein. Welche Produkte von der Biene gibt es denn jetzt noch, die man vielleicht nicht gleich so abrufen? Ein ganz ein wertvolles Produkt ist Propolis. Das ist ein natürliches Antibiotikum, das in der Medizin vielfach verwendet wird. Man darf auch nicht vergessen Blütenpollen. Das ist eine Eiweißnahrung, die normalerweise die Bienenlarven bekommen sollten, aber dann nehmen sich wir Menschen auch ein bisschen was davon. Speziell für Allergiker zur Desensibilisierung ist das sehr, sehr gut. Und ein Produkt, das heutzutage nicht mehr so viel Bedeutung hat, im Gegensatz zu damals, das Bienenwachs, das zu Kerzen und Salben verarbeitet wird. Warum war das vor langer, langer Zeit, ich glaube Mittelalter haben Sie mir vorher erzählt, so wichtig? Naja, es hat damals ja noch keinen Rohrzucker gegeben, es hat das einzige Süßungsmittel Honig gegeben und enorm wichtig war das Bienenwachs, das natürlich als Lichtquelle verwendet worden ist in Form von Kerzen. Und dementsprechend viel Bedeutung ist dem damaligen Berufsstand, die haben da Zeidler geheißen, die Imker damals, gerecht geworden. Die waren die einzigen, die außer dem Militär Waffen tragen durften. Auf Bienendiebstahl ist damals die Todesstrafe gestanden sogar. Ist hoffentlich jetzt nicht mehr so. man hört auch immer wieder von der heilenden Wirkung. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, inwiefern passt Honig mit Gesundheit denn Ihrer Meinung nach zusammen? Na, Honig ist wirklich ein wertvolles Nahrungsmittel für uns, weil es einfach nur aus Einfachzuckern besteht. Aber darüber hinaus gibt es noch eine Menge von Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel das Inhibin, das ein bakterientötender Stoff ist, der in jedem Honig vorhanden ist und eine Reihe von Enzymen. Insoweit kann man sagen, dass Honig wirklich ein gesundheitsförderndes Lebensmittel ist. Jetzt ist es so, wir haben über das Bienenwachs schon vorher kurz gesprochen. Ich traue mir es noch gar nicht wirklich sagen, aber die Weihnachtszeit steht bevor. Und ihr seid auch wieder beim Christkindlmarkt im Haus vertreten. Was zum Beispiel kriegt man denn da für Produkte jetzt von der Biene bzw. bei dir am Stand? Ja, wir beweisen eigentlich unseren Kunden seit vielen Jahren, dass man nicht nur Honig im Glas verkaufen kann, sondern auch dekorativ in Geschenkskörben oder in Geschenksverpackungen mit Kerzen drapiert, so dass man eine kleine Aufmerksamkeit zu Weihnachten für jedermann erwerben kann. Besten Dank, Imker, Bienenfachmann, sage ich jetzt schon, Martin Fabschitz. Vielen Dank fürs Gespräch. Bei mir auf der Bühne begrüße ich mit flotten Schritten da heraufmarschiert jetzt Kurt Elsasser und von dir hören wir Musik und zwar Gib mir diesen Traum der Nacht. Bitteschön. Ja. Gib mir diesen Traum heute Nacht. Zu, dass schon seit ein paar Stunden ruhelos trink ich meine Runden. Doch ich kann mich nicht einfach so aus meinem Kopf entfernen. Du hast genau das, was ich schon immer suchte. Du hast das Passive und Verruchte. Diese Art zu stehen, zu gehen und den Kopf mir zu verdrehen. Gib mir diesen Traum heute Nacht, gib mir deine Leidenschaft. Ich will dich berühren und überall spüren, bis der neue Tag erwacht. Gib mir diesen Traum heute Nacht, gib mir deine Leidenschaft. Ich will ein Beben mit dir erleben, tief in mir.
verschmiegen sich einander. Wir haben Augen nur noch füreinander. Und meine Sucht nach deinem Duft ist nicht mehr logisch zu verstehen. Gib mir diesen Traum heute Nacht. Gib mir deine Leidenschaft. Ich will dich berühren. Du bist der Augenblick, der nie vergeht. Gib mir diesen Traum heute Nacht. Gib mir deine Leidenschaft. Ich will dich berühren. Besten Dank, Kurt Elsasser. Schön, dass du da bist. Wir sind heute im Dreisenpark und da kommt Genuss nicht zu kurz. Definitiv nicht. Ich sehe da jetzt italienische Küche. Ich sehe türkische. Ich sehe aber auch da vorne am Eck frisches Brot, Gebäck. Für Nachmittagskaffee vielleicht auch das eine oder andere Süße. Bei mir jetzt Wolfgang Hager und zwar Inhaber der Bäckerei Hager. Jetzt ist es ja so, es steht auf Ihrem Firmenlaut Brotkultur seit 1907. Das ist jetzt doch schon über 100 Jahre her. Inwiefern hat sich die Nachfrage, aber auch das Angebot in der letzten Zeit verändert? Das Schöne daran ist, Brot ist in aller Munde. Nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch, was drinnen ist. Und das ist das Interessante. Im Endeffekt hat sich in den letzten über 100 Jahren nichts verändert. Es gibt Mehl, es gibt Wasser, es gibt Salz, es gibt Sauerteig und daraus wird ganz einfach mit ganz viel Zeit ein tolles Produkt, ein tolles Brot. Und das Interessante ist, wenn man so nachliest, so ein bisschen in den alten Büchern, so 1930 und früher, dann sind genau die gleichen Herstellungsmethoden, wie wir sie heute haben, damals schon beschrieben, und auf das bin ich wahnsinnig stolz, dass wir nur manche Dinge weiterentwickelt haben, um Menschen bei der Arbeit zu helfen, aber nicht an der Qualität. Das heißt Maschine versus Hand, da liegt ein kleiner Unterschied. Was macht jetzt Ihrer Meinung nach ein gutes Brot aus? Also auch das ist für meine Begriffe ganz, ganz einfach. Du brauchst die perfekten Rohstoffe, am besten direkt aus der Region, dass man weiß, wo sie herkommen. Nummer zwei, du brauchst Mitarbeiter, die dieses Handwerk beherrschen. Nummer drei, du brauchst perfekte Rezepte, die richtige Zusammensetzung, sehr, sehr weiche Teige, viel Wasser und das Allerwichtigste, du brauchst Zeit. Weil nur über Zeit, über lange Führungen wird Brot richtig verträglich. Man könnte jetzt wissenschaftlich sagen, die Phytinsäure baut sich etwas besser ab. Aber bleiben wir nicht beim Wissenschaftlichen, sondern gutes Brot muss schmecken und muss bekömmlich sein. Und das geht ganz einfach nur über Zeit. Jetzt ist es so, das Brot ist ein wichtiger Faktor in einer Bäckerei. Dann gibt es noch die Semmel und die Kornspitz und das eine oder andere sonst noch. Ist es jetzt wirklich so, die Vielfalt quasi hat sich erweitert? Wie hat sich denn der Beruf Bäcker ganz allgemein gesprochen jetzt verändert in letzter Zeit? Ist es tatsächlich noch so, dass bei einem Bäcker um 1, 2 in der Früh der Wecker läutet? Ja, selbstverständlich. Sie wollen ja alle in der Früh um 6 ein knuspriges Semmel haben. Aber wissen Sie, was das Schönste ist? Für mich ist das ein wahnsinnig schöner Beruf. Man sieht, wie man aus einfachen Dingen Wunderwerke machen kann. Mit den eigenen Händen. Und alleine das ist so eine Herausforderung auch für die Jugend. Und nicht umsonst sagt man, Handwerk
hat goldene Hände. Dankeschön, Herr Hager, besten Dank für unser Gespräch. Auf die Bühne bitte ich Melanie Peyer. Und zwar hören wir jetzt die aktuelle Single, die ganz neue. Spielen wir auch bei uns, Déjà-vu. Danke. Dieselbe Straße, dieselbe Stadt. Es scheint, als war ich schon mal da. Dieselbe Bar, derselbe Tisch. Doch diesmal leider ohne dich. Wie ein Traum, den man niemals vergisst. Die Erinnerung, die mich wie damals küsst. Deine Blicke, die ich spür auf meiner Haut. So vertraut. Déjà-vu. Ich höre wieder diese Melodie und reise durch die Zeit mit dir. Momentan, du surfst so ein bisschen auf der Welle. Es geht alles ziemlich leicht von der Hand. Stehst viel auf der Bühne, auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Die aktuelle Single Déjà-vu haben wir jetzt gerade gehört. Sag mal, worum geht's denn in Déjà-vu genau? Ja, ich finde, ein herzliches Hallo einmal vorerst. Und ich muss sagen, ich glaube, jeder Mensch erlebt das, dass er mit jemand anderen und einem ganz besonderen Ort ist und sich da gern zurückerinnert. Und wenn man dann wieder hinkommt, man sieht dann diese Bilder vom, am Kopf irgendwo. Ma, und das war da, und das war da. Mir geht's zum Beispiel so, wenn ich meine zweite Heimat ins Mölltal fahre und ich dann hinkomme und irgendwas hat sich verändert. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber natürlich, wenn man da hinkommt, man denkt an die gewissen Menschen und Situationen zurück. Das ist ein Déjà-vu und das macht einfach Riesenspaß. Und das wollte man in dem Song ausdrücken. Die Gefühle, die da mitkommen. Melanie, du hast letztes Jahr den Smago Award bekommen. Das ist eine Auszeichnung für die Besten der Besten. Das hat sie, glaube ich, jetzt einmal einen Applaus verdient. Ist ein internationaler Preis und zwar in der Kategorie Newcomer. Sprich, du bist so der neue Star am Schlager-Pop-Himmel. Was bedeuten dir denn jetzt solche Prämierungen, solche Auszeichnungen? Zuerst einmal dafür vielen Dank. Ja, mir ist das sogar sehr, sehr wichtig, finde ich, weil jeder versucht ja, in den Job, den er liebt, gut zu machen. Und wenn man dann auch noch belohnt wird in Form eines Preises, finde ich das total super. Und ja, ich möchte nochmal an alle vielen herzlichen Dank sagen, weil natürlich ohne meine Familie, ohne mein Management, ohne das Radio auch natürlich und ohne euch da draußen wird das nicht gehen. Und deswegen will ich euch sagen, an alle Fans, die jetzt zuhören, vielen Dank und schön, dass es euch gibt.
Melanie, du bist ganz, ganz viel unterwegs. Wir haben es schon angesprochen. Du aus der Schweiz über Südtirol, Kärnten. Du warst jetzt auch schon in Wien beim Oktoberfest. Heute bei uns in St. Pölten im Dreisenpark. Morgen geht's schon wieder weiter nach Deutschland. Wann können dich denn die Fans nächstes Mal wieder sehen, berühren, mit dir unterwegs sein, plaudern? Also Niederösterreich muss leider noch ein bisschen warten, bin ich nächstes Jahr in jedem Speigen, aber vielleicht ist der eine oder andere Auftritt nicht so weit von euch entfernt. Und alle Infos über mich findet man natürlich unter www.melanie-bayer.com, auf Facebook und Instagram. Und wer mich noch näher kennenlernen will und heute da ist, ich stehe gern zu einer Umarmung bereit, also kommt einfach her, traut sein. Ich mag einfach gern Menschen und das macht einfach Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns einmal. Freut uns, dass du heute extra aus Kärnten angereist, bitte. 4 Stunden im Auto, glaube ich, hast du mir vorher erzählt, extra für uns nach St. Pölten gekommen. Vielen Dank dafür. Kurt Elsasser kommt auch auf die Bühne und zwar singt jetzt für uns. Wir sind seit 20 Jahren, ja, 30. Das wäre ich auch gern. Vom Spiegel muss heute früh raus. Mir fällt die graue Strähne auf. Ich frag mich, bin das wirklich noch ich? Die wilden Jahre, sie sind vorbei. Und die Erfahrung kommt mit der Zeit. Doch in mir kann ich das Feuer noch spüren. Das Rad des Lebens dreht und haben noch nie so intensiv gelebt. Wir sind seit 20 Jahren 30, haben das Leben nicht verlernt. Wir waren bestimmt nicht immer heilig, doch von der Sünde weit entfernt. Wir sind seit 20 Jahren 30, jetzt ist unsere beste Zeit. Im Herzen so jung, wir werden für immer 30 sein. Wir haben manches schon überlebt, auch wenn wir glaubten, dass das nicht geht. So stark sein, dass man das selbst nicht versteht. Wir sollten endlich erwachsen sein und fühlen uns doch unendlich frei. Wir sind so und es ist nicht zu verzeihen. Die Lust am Leben ist noch nicht vorbei. Wir feiern heute, wann sonst soll's schöner sein. Wir sind seit 20 Jahren 30, haben das Leben nicht verlernt. Wir waren bestimmt nicht immer heilig, doch von der Sünde weit entfernt. Wir sind seit 20 Jahren 30, jetzt ist unsere beste Zeit. Im Herzen so jung, wir werden für immer 30 sein. Radio Vier Viertel mit Radio Niederösterreich unterwegs mit Tanja Kassemeier. Radio Vier Viertel live aus dem Dreisenpark hier in St. Pölten. Da gibt's heute und morgen noch richtig Rambazamba und zwar beim Superwochenende. Und neben mir auf der Bühne, da begrüße ich jetzt schon Helga Fiedler-Himsel. Sie sind Geschäftsführerin der Tortenwerkstatt und ich sage nur,
wer das Gemüt, vielleicht auch so ein bisschen Begabung hat, ist es eine ganz gute Zeit jetzt zum Backen im Herbst, im Winter. Wie viel Talent braucht es denn, damit ich das wirklich als Kunstwerk sehen kann? Ja, also ich denke, das ist jetzt kein Problem. Es gibt für jeden Kunden, für jedes Können und natürlich auch für jeden Tortenwunsch die richtigen Materialien und die richtigen Hilfsmittel, dass die Torte auch dann ein gelungenes Projekt wird. In erster Linie natürlich gibt es viele Backformen in allen Größen, runde, eckige, rechteckige, Herzen und so weiter, je nachdem, was man heute halt für eine Vorstellung hat. Und dann darüber kann man dann wählen, man kann diese Torten dann glasieren, man kann sie mit Fondantmasse eindecken, man kann sie mit Marzipan eindecken. Also es gibt da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und natürlich dann zum Schluss die Dekoration. Und da kann man halt dann ein bisschen wählen zwischen den Kunden, der nicht so geübt ist. Für den gibt es fertige Zuckerfiguren, fertige Marzipanfiguren, Aufleger mit den Disney-Motiven und so weiter. Und für jene, die halt wirklich selber machen möchten oder selber ihr Kunstwerk gestalten möchten, gibt es natürlich viele Ausstecher, Silikonformen, ja, ein sehr umfangreiches Programm, wo man dann natürlich gerne Hilfestellung geben kann. Torten gestalten wie ein Profi ist nicht schwierig, sagen Sie. Ich bezweifle es erst einmal, zumindest wenn ich von mir ausgehe. Allerdings Tortenwerkstatt, das klingt jetzt schon so richtig nach Handwerk. Wenn ich jetzt doch einmal sage, für den nächsten Kindergeburtstag, für Weihnachten, für welche Anlässe auch immer, ich traue mich da drüber, ich mache das jetzt. Welche Fehlerquellen gibt's denn? Worauf sollte man denn aufpassen? Fehlerquellen, ja, Fehler können passieren, ja, passieren aber in erster Linie deswegen, weil man einfach, wie der Fehler schon sagt, etwas falsch macht, ja. Verhindern kann man das am besten, indem man sich einfach Wissen aneignet, damit das gar nicht passiert. Und das gelingt natürlich heute viel über alle möglichen Medien, aber natürlich auch in Tortendekorationskursen, die Sie anbieten. Ja, die wir anbieten und wo man einfach so grundlegend von Grund auf das lernt, wo auch erklärt wird über die Torte drunter, welche Cremen darf ich machen, was ist eher nicht so günstig, wenn die Torte mit Fondant eingedeckt wird. Der Fondant ist aus Zucker, mit zu viel Feuchtigkeit würde er zergehen, das ist ein Hauptfehler, den man machen kann. Und dann natürlich auch alle Dekorationsmöglichkeiten. Diese Kurse sind so ein bisschen wie Schulungsprinzip. Es hat jeder Teilnehmer seinen eigenen Arbeitsplatz. Es wird alles vorgezeigt und der versucht, das dann nachzumachen und hat auch die Hilfestellung dazu. Diese Kurse sind sehr, sehr beliebt bei Ihnen. Nicht nur, weil Sie tatsächlich eine Erfolgsgarantie abgeben. Die ist inklusive bei Ihren Kursen. Wer besucht die Kurse? Und vor allem, ich glaube, Sie sind nicht einmal auf wirklichen Torten. Das sind so Dummy-Torten, oder? Ja, es ist bei Kursen einfacher, es ist einfacher mit Dummies zu arbeiten, weil einfach diese Brösel, Marmelade und so weiter wegfallen. Ja. Die Kurse besuchen eigentlich quer durch alle Bevölkerungsschichten. Sind auch Männer dabei? Ja, es sind auch Männer dabei. Junge Männer, die ihren Freundinnen eine Freude machen möchten und das als Geschenk hergeben und den Kurs mitmachen. Ich hatte schon Vater und Sohn. Es sind viele junge Mütter dabei, also die einfach jetzt dann möchten, halt, dass sie diese Kindergeburtstagstorten selber machen. Und es sind aber auch viele in meinem Alter dabei, die dann sagen, jetzt kommt bald das Enkel und auch da möchte ich vielleicht einmal probieren, eine Torte einzudecken und das einmal schöner zu gestalten. Und das Alter sehen wir übers Radio nicht, aber... Das passt doch. Besten Dank, Helga Fiedler-Himsel, Geschäftsführerin der Tortenwerkstatt. Vielen Dank fürs Gespräch. Bei mir auf der Bühne Melanie Peyer und Kurt Elsasser. Und zwar jetzt im Duett, was manche vielleicht nicht wissen. Die beiden sind musikalisch ein Traumpaar. Und zwar jetzt hier bei mir bei Radio 4 Viertel mit eurem neuen Duett Shine On. Bitteschön. Shine on, shine on. Das geht niemals vorbei. Mein Freund, wenn du sie siehst und sie dich fragt, wie es mir geht, sag ich, komm schon klar. Es ist alles okay und es könnte mir kaum besser gehen. Lass sie die Wahrheit nicht sehen. Wenn du ihn triffst und er fragt,
Was haben wir zwei denn nur falsch gemacht? Das Schweigen wurde so laut, keiner hat sich zuerst getraut und hat verzeih mir gesagt, nein, es ist nicht vorbei, denn Träumen macht nicht frei. Also hier bei Radio 4 Viertel, schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt gerade über Torten gesprochen, wie wir die verzieren können und von den Pölstern auf den Hüften und vielleicht so um den einen oder anderen Schwimmreifen wieder loskriegen, begrüße ich jetzt den Geschäftsführer von Easy Life und zwar Siegfried Berchtold. Hallo. Was steckt denn da Ihrer Meinung nach hinter der doch recht einfachen Gleichung gesünder Essen plus Bewegung ist gleich Abnehmen und Wohlfühlen? Kann das was? Das stimmt grundsätzlich auch. Gesunde Ernährung und Bewegung sind ganz wichtige Faktoren für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Übergewichtige sollten aber in erster Linie mit gesunder Ernährung Gewicht reduzieren. Und unsere 15-jährige Erfahrung zeigt, dass dann der Wunsch nach mehr Bewegung und Sport dann automatisch kommt. Jetzt ist es so ein großer Irrtum, ist es so, dass viele glauben, Fette böse, Fett ganz schlecht. Dabei braucht es unser Körper ja, zumindest die gesunden Fette. Was viel schlimmer ist, ist der Zucker in unserer Ernährung. Welchen Ernährungsstil generell empfehlen Sie denn jetzt? Da hast du recht, eben Zucker ist das größere Übel. Und leider ist Zucker auch in immer mehr Lebensmitteln enthalten, wie Fertigprodukten oder Getränken. Und ich empfehle eine gesunde, eiweißreiche, kohlenhydratreduzierte Ernährung, am besten selbst gekocht, damit man auch weiß, was drinnen ist. Mischkost ist das so, wahrscheinlich von allem ein bisschen was und von nichts so viel, außer viel Gemüse. Jetzt ist es ja so, Abnehmen beginnt in erster Linie im Kopf. Das ist, man braucht einmal den inneren Antrieb, die Motivation, dass da was weitergeht, der Wille muss da sein, natürlich ein Ziel vor Augen. Hast du da irgendwelche Tipps ganz einfach gehalten, wo du sagst, da geht's ein bisschen einfacher? Ja, jeder hat natürlich seine eigenen Gründe, warum er abnehmen möchte. Ein Tipp von mir ist, dass man sein gestecktes Ziel, ob das jetzt eben die klassische Bikini-Figur für den Urlaub oder ist oder eben, dass man wieder in ein bestimmtes Kleidungsstück passt, immer vor Augen hat, auch wenn das mal ein Foto auf dem Kühlschrank zum Beispiel ist. Okay, sehr gut. Gesunde Ernährung, das ist jetzt so, das kann alles und viel und nichts sein. Wie definierst das du gesunde Ernährung? Gesunde Ernährung ist für mich abwechslungsreich. Gesunde Ernährung ist frisch gekocht und am besten mit regionalen Lebensmitteln. Jetzt haben wir anfangs schon gesprochen, ohne Bewegung, ja, ist es ein bisschen mühsam, vor allem wenn man dann doch ins Alter kommt und der Stoffwechsel nachlässt. Wie viel Sport oder beziehungsweise wie viel Bewegung braucht es denn jetzt tatsächlich?
Generell ist Bewegung immer positiv. Wir sagen einfach, dass im Alltag man soll sich bewegen. Es muss nicht immer gleich Sport sein. Und dann kommt es natürlich auf die eigenen Ziele drauf an, was man erreichen will. Und dann je nachdem muss man auch den Sport und die Bewegung anpassen. Besten Dank. Somit die Zeit zwischen Sommergrillage und Weihnachtskeksal noch gut nützen. Vielen Dank fürs Gespräch. Und zwar Siegfried Berchtold, Geschäftsführer von Easy Life. Dankeschön. Danke. Und das Mikrofon schon in der Hand. Kurt Elsass, und zwar jetzt mit Küss mich noch ein erstes Mal. Mein ganzes Leben hab ich dich vermisst. Ich halte den Tag fest, so wie er jetzt ist. Denn du hast mich ins Glück geküsst. Ich danke dem Himmel, dass du bei mir bist. Doch macht's mir auch Angst, dass ich dich so sehr lieb. Weil es viel zu viel zu verlieren gibt. Erinnerst du dich noch an unsere Nacht? Sie bleibt eingebrannt in mein Herz. Wie ein Tattoo bleibt sie ewig bei mir. Möcht sie wieder leben mit dir. Küss mich noch ein erstes Mal. Lieb mich noch ein erstes Mal. So wie es nur einmal ist. So wie es damals war, in der einen Nacht, die man nie vergisst. Ein Herz ohne Träume kann niemals verlieren, doch mit dir würd ich's immer wieder riskieren. Mit jeder Nacht, die süchtig macht. Mit dir ist es anders, als es vorher war. Und ich sag nur tausendmal ja. Ich war nie dem Himmel so nah wie mit dir. Will ihn jetzt wieder berühren. Küss mich noch ein erstes Mal. Lieb mich noch ein erstes Mal. So wie es nur einmal ist. So wie es damals war, in der einen Nacht, die man nie vergisst. Küss mich noch erstes Mal, lieb mich noch ein erstes Mal, so wie es nur einmal ist. Küss mich noch ein erstes Mal, lieb mich so, wie es damals war. Dankeschön. Kaum werden die Tage wieder kürzer, auch teilweise kälter, wobei heute ein bisschen Ausnahme ist, aber der Herbst steht da und damit fangen auch viele von uns an, wieder ein bisschen zum Herumwerkeln, die eigenen vier Wände zu verschönern, auch zu dekorieren. Barbara Sieg, Filialleiterin vom IKEA Kompakt hier im Dreisenpark, ein alter Trend, kann man das überhaupt sagen, alter Trend, das ist ein Widerspruch, aber alt und doch jetzt wieder neu im Trend, sind die Stickereien. Das beruhigt jetzt nicht nur, wenn man daheim mit dem Garn und mit der Nadel stickt, das ist jetzt auch wieder modern. Inwiefern, was können wir denn da alles besticken?
Ja, die Möglichkeiten sind da eigentlich sehr umfangreich. Also es beginnt beim Klassiker das Handtuch, das Bestickte. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Geht weiter über Kissen, Kissenbezüge, Bettwäsche. Auch einige Stofftiere eignen sich hervorragend zum Besticken. Und endet dann eigentlich bei der Möglichkeit, dass man sogar seinen Kopfteil vom Bett individuell gestalten kann und auch besticken kann. Das ist jetzt nicht so mit Nadel und Garn, wie wir uns jetzt vielleicht vorstellen, sondern das sind richtig große Maschinen, wo das eingespannt wird und wo das Garn in unterschiedlichen Farben durchgezogen wird. War in den 80ern schon einmal ganz stark im Kommen. Jetzt, war in den 80ern modern, ist jetzt wieder im Kommen. Es ist so ein bisschen Do-it-yourself-Mehrwert, ein Unikat, das man dann zu Hause hat. Ja, es ist zum einen natürlich immer super Mitbringsel, ein super Geschenk für jeden Anlass, was Persönliches, was Spezielles. Aber der Trend geht auch dahin, dass man dadurch seine Persönlichkeit und Individualität mehr zum Ausdruck bringen kann und sich dann so auch ein bisschen von seinem Umfeld abhebt. Und das ist eigentlich der Trend, wo es hingeht. Und da gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und Sticken ist eben eine davon. Wohntrends 2019. Auch da gibt es ganz, ganz viele. Kurz angesprochen, wohin geht's jetzt? Also jetzt, wenn die kalte Jahreszeit wieder kommt, verbringen wir mehr Zeit zu Hause, Kreise der Familie. Das heißt, es wird ein bisschen kuscheliger. Da geht es dann sehr zu Kunstfällen, Fälle aller Art, Farben, Formen. Und natürlich kuschelige Blades, grober Strick und Kissen natürlich, damit man es auch wirklich gemütlich hat zu Hause. Und das sind natürlich alles wieder Produkte, die sich hervorragend zum Personalisieren und auch zum Besticken eignen. Sticken, der Trend 2019. Wer jetzt schon mal beginnen möchte, ich habe nachgezählt. Es sind noch 74 Tage bis Weihnachten. Das geht sich halt nur aus, wenn wir rechtzeitig anfangen. Vielen Dank fürs Gespräch. Barbara Sick, Filialleiterin IKEA Kompakt hier in Dreisenbach. Dankeschön. Musikalisch geht's mit Melanie Peyer weiter. Und zwar kein Wunder, ich will nur dich. Verkrafte ich doch niemals deine Lügen.
ein Künstler, der seit über 40 Jahren, 4 Jahrzehnten bist du schon im Musikgeschäft, weit über 300 Lieder veröffentlicht hat. Der steht heute bei mir auf der Radio 4 Viertelbühne, und zwar Kurt Elsasser. Schön, dass du da bist. Lang ist her, das letzte Mal auf der 4 Viertelbühne. Jetzt ist seit 3 Wochen deine neue Single heraus. Es ist viel mehr als Love is in the Air. Wir hören gleich einmal rein, aber bevor wir das machen, worum geht's denn da drinnen? Also Love is in the Air, das ist ein Lied, was, glaube ich, jeder kennt. Das ist eine Zeit, die mich positiv begleitet hat und viele andere auch. Und ich habe mir einfach gedacht, ein bisschen so eine Rückerinnerung an diese Zeit schadet nichts. Deswegen habe ich mir gedacht, verpacken wir mein neues Lied in diese Zeile. Ich habe es halt nur genannt, es war viel mehr als Love is in the Air. Und ich freue mich sehr über den Erfolg, dass der Titel so gut ankommt und ja, also auch in den Hitparaden sehr gut vertreten ist. Wir werden ihn gleich hören und er wird auch auf deinem neuen Album drauf sein. Das wird heißen Küss mich noch ein erstes Mal. Wann wird es denn erscheinen, dieses Album? Also das Album wird im Frühjahr ja jetzt herauskommen, das ist definitiv fix. Und es ist halt so, wenn das Beste kommt immer zum Schluss. Und ich habe mir gedacht, vor dieser Weihnachtszeit kommt noch ein Weihnachtslied raus, das möchte man noch veröffentlichen, und dann im Frühjahr das Album Küss mich noch ein erstes Mal. Du bist gerne mit deinen Fans unterwegs, wandern mit Kurt Elsasser. Deine Fanwanderung im August, die hat jetzt leider wegen einer Knieverletzung verschoben werden müssen. Geht's da schon besser? Es geht schon ein bisschen besser, aber es ist noch nicht ganz weg. Also mit dem Skifahren klappt es heuer, also dieses Jahr nicht so richtig. Aber wie gesagt, ich lege sehr viel Wert drauf, das Zusammensein mit meinen Freunden, mit den Fans. Und deswegen machen wir auch jedes Jahr eine tolle Fanreise. Fanreise und Fanwanderung. Ich bleibe nur ganz kurz bei der Wanderung. Die findet nächstes Jahr im August 2020 bei uns in Niederösterreich statt. Und zwar wanderst du mit deinen Fans die Gamminger Bierwanderung. Genau, also ich bin ja, ich habe mich ja in Gamming niedergelassen. Also meine Frau und ich haben uns da mit einem Haus verewigt. Und die Gamminger sind ein sehr, sehr nettes Volk. Die haben mich auch, die Bierbrüder haben mich aufgenommen. Azurgraster. Ja, Azurgraster, genau. Und ich trinke auch selber sehr gerne Bier. Und da freut es mich ganz besonders, dass wir diese Wanderung eben in Gamming machen. Und wir haben es schon einmal gemacht. Es war sehr erfolgreich und dieses nächstes Jahr machen wir es wieder. Fanreise hast du auch schon angesprochen, da dauert es jetzt gar nicht mehr lang. Kroatien. Genau, also da fahren wir ja schon am Sonntag los. Wir machen jedes Jahr eine große Fanreise. Dieses Mal fahren wir nach Opatija, an die Opatija Riviera, und am Sonntag geht's los. Wer mitfahren möchte, kann natürlich noch. Es gibt ein paar Plätze frei. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es gibt dann von dieser 5-Tages-Reise am letzten Tag vor der Abreise, dann gibt's das Kurt Elsasser Konzert. Wir machen viele Besichtigungen, Wanderungen, und es wird wieder was ganz Tolles werden. Also für spontan entschlossene ein bisschen in Kroatien, im Herbst auch nicht schlecht. Und im Advent bist du auch unterwegs. Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Es ist meine erste Flusskreuzfahrt. Jedes Jahr gibt es die Kurt Elsasser Show, aber dieses Jahr das erste Mal fahren wir von Wien nach Budapest. Und am letzten Abend gibt es die Kurt Elsasser Show. Wir machen auch viele Besichtigungen. Wir steigen in Bratislava aus, wir steigen in Budapest aus. Es gibt Essen, das alles ist dabei. Es inkludiert, wer mitfahren möchte. Das geht am 18. Dezember bis 21. Dezember. Also 4 Tage, 3 Nächte. Infos gibt es auf meiner Homepage www.kurtelsasser.at. So ein bisschen die Weihnachtszeit mit Kurt Elsasser verbringen. Auch nicht schlecht. Jetzt wird aber mal gesungen, bevor wir an die Weihnachtskekse denken. Heute schon so oft. Und zwar deine neue Single, Es war viel mehr als Love is in the Air. So viel schon erlebt und vieles zieht so schnell vorüber. Und im Sommerwind, da klingt ein Oldie zu mir rüber. Damals war das unser Lied. Wir wussten vom Leben nicht viel. Wir tanzten unter dem Sternenlicht. Und dann hast du mich geküsst. Es war viel mehr als Love is in the Air. Wir wollten noch viel mehr. Es war der Soundtrack unseres.
Ein Spitzenpublikum. Dankeschön. Im Dreisenpark in St. Pölten. Das Superwochenende. Ganz, ganz viel los. Zum Beispiel die Fashion Show heute noch. Auch um morgen dann Live-DJs, Kinderbasteln. Anstehen zum Selfie und Autogramm mit den SKN-Fußballspielern ab 14 Uhr auf der Hauptbühne. Ich sage Dankeschön für Radio für Viertel heute aus dem Dreisenpark und bedanke mich fürs Zuhören und beim Team. Und zwar Tonmeister Helmut Saratnik und Bernhard Kleisel, Tontechnik Christoph Ebner, Regie Christoph Gahr. Ich bin Tanja Kassemeier, wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Einkaufen und beim Zuhören, Radio Niederösterreich. Weiter geht's jetzt noch mit der Melanie und zwar Melanie Payer mit Vielleicht, vielleicht auch nicht. Radio 4 Viertel wurde Ihnen präsentiert von der Dreisenpark GmbH. Freitagnachmittag im Nachrichtenstudio Gerhard Eisinger. Es ist 16 Uhr. Mit Radio Niederösterreich. Am besten informiert. Die Nachrichten.
Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher in Österreich sinkt. Die Post rüstet ihre Lkw-Flotte mit Abbiegeassistenten aus. Das Wetter meist sonnig und mild.